Hallo, herzlich willkommen. Ich bin's, eure Caroline. Und zwar machen wir heute eine wunderschöne Halskette und die ist mit Perlen gehäkelt und das ist so in diesem modischen Look mit diesem Overlay, was gerade total im Trend ist. Ihr braucht dazu unbedingt ein Maßband und ihr braucht eine Häkelnadel. Ich benutze Baumwollgarn, welches genau, sage ich euch noch. Und eine 2,5er Häkelnadel. Ihr braucht eine Schere, dann braucht ihr eine Nadel, wo ihr eure Perlen durchbekommt. Und zwar nehme ich eine dicke zum Vernähen am Ende von diesem Faden und diese dünnere nehme ich dann für die Perlen zum Auffädeln. Wenn ihr keine Nadel findet, die durch eure Perlen durchgeht, könnt ihr euch auch helfen mit einem ganz dünnen Faden und einer dünnen Nadel, den ihr dann einfach auf euer Baumwollgarn draufzieht, also einfach durchfädelt. Dann kriegt ihr eure Perlen auch drauf. Wie ich das mache, zeige ich euch jetzt gleich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Anleitung und hoffe, dass es euch gefällt. Viel Spaß! Ich benutze in diesem Video die Lana Crossa Landlust Sommerseide. Hat eine Lauflänge von 170 Metern auf 50 Gramm und besteht zur Hälfte aus Baumwolle und feiner Seide. Und ich werde dafür eine 2,5er Häkelnadel benutzen. Dann braucht ihr die Perlen dazu. Und zwar könnt ihr das natürlich farblich abgestimmt machen, wie ihr möchtet. Und die werden einfach am Anfang aufgenommen und aufgefädelt auf euren Faden. Und zwar sieht das dann so aus. Ihr habt dann so eine Kette voll mit Perlen. Wenn man zu viel aufgenommen hat, ist es nicht schlimm. Wenn man zu wenig aufgenommen hat, fehlen einem dann welche. Es kommt jetzt darauf an, wie viele ihr auf eure Halskette drauf haben möchtet. Man kann ja beliebig viele mit einbauen. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, das habe ich auch als Video schon gezeigt, der Perlentrick. Wenn man häkelt und die Perlen sind alle und möchte aber trotzdem noch welche mit aufnehmen, das verlinke ich euch unterhalb von dem Video und oben rechts bei den Infokarten, da könnt ihr reinschauen, wie das funktioniert. Wenn ihr die Kette so machen wollt wie ich, solltet ihr ungefähr mit 250 Perlen rechnen, die ihr auffädelt im Vorhinein, also auf euren Faden draufzieht. Also einfach von der Reihenfolge her, wie ihr das gerne hättet, Perlen aufnehmen und immer nach hinten schieben. So, wenn ihr euch eure Perlen aufgefädelt habt, dann habt ihr hier eure Wolle, die Perlen und dann diesen Anfang vom Faden. Ihr nehmt den Anfang dann ab von der Nadel und wir fangen an zu häkeln. Wir machen am Anfang einen Anfangsknoten. Dazu lege ich mir das als Schlaufe, lege den Faden dahinter und ziehe an dem. Wie man das lernen kann, habe ich euch in den Anfängervideos gezeigt. Die verlinke ich euch wie immer unterhalb des Videos in der Infobox. Dann nehmt ihr die Schlaufe auf und macht 5 Luftmaschen, indem ihr den Faden da durchholt. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir machen eine Kettmasche in die erste Luftmasche. Also hier vorne in die erste Luftmasche einstechen, Faden durchholen und gleich nochmal durch die Schlaufe auf der Nadel. Und dann haben wir so einen kleinen Kreis. Um die erste Runde dann zu beginnen, macht ihr eine Luftmasche und wir fangen an und häkeln jetzt in diesen Kreis. Den Restfaden lege ich mir einfach darüber, dass ich den überhäkeln kann. Dann stecht ihr in die Mitte von dem Kreis ein, holt den Faden und macht eine feste Masche und eine zweite feste Masche in den Kreis, drei, vier,
5 und 6. 6 feste Maschen in diesen kleinen Kreis. Dann könnt ihr auch noch an dem Restfaden ziehen, dann wird das enger. Und jetzt stechen wir in die erste feste Masche, die wir gemacht haben, ein. Da sucht ihr euch hier oben die erste Masche und machen eine Kettmasche, um das Ganze zu beenden. Das heißt, einmal durchholen und gleich nochmal durch die Schlaufe auf der Nadel durchholen. Und wir beginnen die zweite Runde mit 2 Luftmaschen. 1, 2 und die stehen jetzt für ein halbes Stäbchen. Und wir wollen gleich eine Perle einarbeiten. Dazu schiebt ihr euch die erste Perle ganz nah an eure Arbeit dran. Könnt ihr euch ein bisschen helfen mit dem Finger. Und macht einen Umschlag. Und jetzt machen wir gleich noch zusätzlich in dieselbe Masche, wo ihr schon drin seid, ein halbes Stäbchen hinzu. Also Umschlag, Faden durchholen und alle 3 Schlaufen auf einmal abmaschen. Die Perle befindet sich dann hinter eurer Arbeit. Das ist so beim Perlenhäkeln. Und das ist völlig okay. Wir machen das Ganze nochmal und wir werden jetzt jede Masche verdoppeln. Also in jede Masche der Vorrunde machen wir 2 halbe Stäbchen. Dazu macht ihr wieder einen Umschlag, sucht euch die nächste freie Masche hier unten und stecht ein, holt den Faden durch und mascht alle 3 Schlaufen ab. Dann holt ihr euch die nächste Perle ran, die schiebt ihr euch wieder an die Arbeit dran, schiebt die wieder ganz nah dran, macht den Umschlag und nochmal in dieselbe Masche einstechen und auch wieder ein halbes Stäbchen machen, indem ihr wieder alle 3 auf einmal abmascht. Dann haben wir schon 2 Stück eingearbeitet. Das macht ihr jetzt mit den nächsten folgenden Maschen auch, immer 2 halbe Stäbchen und in der Mitte der 2 halben Stäbchen macht ihr die Perle. Umschlag, in die nächste Masche einstechen, Faden holen, alle abmaschen. Ihr rutscht mit der Perle wieder ran, ganz nah an eure Arbeit und macht das zweite in dieselbe Masche. Wieder ein halbes Stäbchen. Umschlag, in die nächste Masche reingehen, halbes Stäbchen machen. Perle ranholen und noch ein halbes Stäbchen hinzu. Wenn ihr dann am Ende der Runde angekommen seid, zeige ich euch, wie wir die Runde abschließen. Ihr müsstet dann insgesamt 12, wenn wir das erste mit den 2 Luftmaschen mitzählen als Ersatz halbes Stäbchen, 12 halbe Stäbchen in dieser Runde haben. So, das habe ich jetzt gemacht und dann steche ich in die zweite Luftmasche ein, die wir am Anfang der Runde gemacht haben, um das Ganze mit einer Kettmasche zur Runde zu schließen. So, und ich zeige es euch mal vorne. So sieht das jetzt aus. Wir haben jetzt hier 6 Perlen. Die nächste Runde beginnen wir mit 2 Luftmaschen. 1, 2 und machen gleich noch ein halbes Stäbchen in dieselbe Masche hinzu. So, dann hole ich eine Perle und mache 2 Luftmaschen. 1, 2. Dann sucht ihr euch die nächste Masche und macht da auch 2 halbe Stäbchen hinzu. Eins, zwei, in die nächste Masche 2 halbe Stäbchen. Dann holt ihr euch wieder eine Perle, ganz ranrutschen, 2 Luftmaschen, 1, 2. Und in die Masche danach gleich wieder 2 halbe Stäbchen. 1, 2 und die 2 Luftmaschen. 1, 2.
2 in die nächste Masche 2 halbe Stäbchen. Das wiederholt sich bis zum Ende der Runde. 1 2 Immer danach die Perle einbauen und 2 Luftmaschen als Abstandshalter. 1 2 und dann wieder die 2 halben Stäbchen in die nächste Masche. So, ich habe das jetzt fertig. Es müssten jetzt 12 Gruppen A 2 Stäbchen sein, also halben Stäbchen, oder eben 24 halbe Stäbchen und immer 2 Luftmaschen. Ich habe als letztes jetzt noch die 2 Luftmaschen gemacht und will jetzt die Runde abschließen mit Kettmasche in die zweite Luftmasche, die wir gemacht haben. Das ist hier unten 1, 2. Da macht ihr die Kettmasche rein. Und in dieser Runde müssten das dann auch 12 Perlen sein. Dann machen wir die nächste Runde. Dazu macht ihr eine Luftmasche, da wo ihr seid. Und da stechen wir gleich nochmal in dieselbe Masche hier oben ein. Machen eine feste Masche. Und dann in das nächste halbe Stäbchen auch. Aber das ist immer da vor dieser Perle. Also das versetzt sich durch die Perle so ein bisschen. Das ist die nächste freie Masche. Ihr seht das hier oben an diesem kleinen V. Aber das ist so ein bisschen versetzt wegen der Perle. Ist ein bisschen weiter links. Da macht ihr auch eine feste Masche rein. Dann in diese Lücke, wo die 2 Luftmaschen sind, machen wir eine feste Masche. Wieder in das nächste halbe Stäbchen eine feste Masche. In das danach eine feste Masche, was so dran ist an der Perle. Und wieder in die Lücke eine feste Masche und so weiter. Da seht ihr, da rutschen die Perlen dann so ein bisschen in diese Lücken rein. Wieder in das halbe Stäbchen. Also ihr macht einfach in jede Masche eine feste Masche in dieser Runde. Und eben in die Lücke. Also immer in die 2 halben Stäbchen macht die eine. Und in diese Luftmaschenlücke, wo die 2 Luftmaschen sind, immer nur eine. Ich mache jetzt noch in die vorletzte, dann in die letzte und noch einmal in den Luftmaschenbogen eine feste Masche und dann beende ich das Ganze mit Kettmasche in die erste feste Masche, die wir jetzt gemacht haben. Durchziehen, nochmal durchziehen. Das ist jetzt unser Amulett von der Kette. So sieht das aus. So, dann holen wir uns jetzt erstmal Perlen an der Stelle, wo wir sind. So, 3 Stück. So. Und machen nochmal eine Kettmasche in dieselbe Masche. Also direkt unten drunter. Achtet darauf, dass ihr den Faden so holt, dass die Perlen hinten bleiben. Dass ihr nicht dazwischen seid mit der Nadel. Gleich nochmal eine Kettmasche. Habt ihr dann hier so ein Träubchen mit 3 Stück. Und an der Stelle machen wir jetzt eine Luftmaschenkette. Das heißt, ihr holt den Faden und macht Luftmaschen. 1, 2, 3. Perle ranholen. Eins, zwei, drei. Perle, 1, 2, 3, Perle, 1, 2,
drei Perle. So macht ihr das jetzt erstmal weiter. Immer drei Luftmaschen und eine Perle holen. Und dann wird das dann unser erstes Band von der Kette. Ihr seht das, die sind dann ziemlich nah beieinander, die Perlen. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt die mit mehr Abstand machen, wenn ihr weniger Perlen einarbeiten möchtet. Ihr könnt die enger zusammen machen, zum Beispiel jede zweite. Wie ihr möchtet, ganz nach eurem Geschmack. Das macht ihr jetzt so lange weiter, bis ihr 10 Stück verarbeitet habt. Wie gesagt, ihr könnt natürlich ganz kreativ sein und das anders machen, wenn ihr möchtet. Aber wenn ihr es so machen wollt wie ich, dann verarbeitet ihr auf diese Weise 10 Perlen. Habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und Nummer 10. 1, 2, 3. Jetzt muss ich nachrutschen. Platz mehr habe. 3 Luftmaschen. Jetzt habe ich hier 10 Perlen eingearbeitet. Und es ist so, ja, ich würde sagen, ja, 12, knapp 15 cm höchstens lang. Es kommt ja auch darauf an, wie locker ihr die Luftmaschen hier macht. Und ab jetzt könnt ihr jede Masche eine Perle machen oder jede zweite. Das heißt, Perle holen. Auf jeden Fall wird das jetzt bei mir enger. 1. Zack. Man kann das auch total ungleichmäßig machen, wie ihr möchtet. Wenn ihr das ohne Schema machen wollt, einfach so nach Lust und Laune, sieht das auch sehr schön aus. Ich mache jetzt 10 Stück immer in jede, also nach jeder Luftmasche. Das ist dann ganz eng zusammen. So sieht das aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10. Ja, also so ist es ganz eng. Und das wechsle ich jetzt immer ab. Ich mache 10 Stück mit viel Abstand und 10 Stück mit wenig Abstand. Und das Ganze macht ihr in eurem Schema oder in dem Schema, wie ich es jetzt vorgegeben habe, weiter, bis ihr eine Länge von diesem Band habt von ca. 50 cm. Okay, ich habe jetzt mal bei mir genau ausgemessen. Ich habe eine Länge von 52 cm gemacht. Wichtig ist, dass das Ganze um den Kopf rum passt. Das könnt ihr ja schon mal testen. Müsste aber bei 52 cm eigentlich sehr gut gehen. Es ist ja auch ein bisschen elastisch. Also so, und dann wollen wir das Ganze hier verbinden. Da legt ihr euch das schön gerade hin, dass es möglichst nicht viel verdreht ist. Stechen wir noch einmal hier oben ein, wo die Luftmaschenkette schon rauskommt, unten drunter, und machen eine Kettenmasche. So, dann lockert ihr das Ganze und schneidet großzügig ab, damit ihr schön vernähen könnt.
weil wir hier jetzt das beenden an dieser Stelle. Ich ziehe mir jetzt hier den Faden durch. Schön fest. Und das müsst ihr dann hier hinten schön entlangfädeln, um das nachher zu vernähen, diesen Rest. Ja? Und hier vorne mache ich gleich noch eine Perle dran und vernähe mir das auch gleich noch. Das zeige ich euch aber. So, damit habe ich jetzt schon das erste Teil fertig. Und jetzt kommt ja noch ein zweites mit dazu. Also damit ihr es mal in der vollen Pracht sehen könnt. Wir haben das hier jetzt geschlossen. Das Ganze wird dann um den Hals gehängt. Und wir machen noch ein zweites Teil, was dann so runterhängt, noch dazu. Ja? Also noch einmal Anfangsknoten und so weiter, um ein zweites zu machen. Wenn ihr jetzt zu wenig Perlen habt, wenn ihr denkt, ihr kommt nicht hin, könnt ihr jetzt perfekt nochmal auffädeln, weil wir jetzt abgeschnitten haben. Ansonsten geht's weiter. Fangt an mit 3 Luftmaschen und dann brauchen wir wieder Perlen. Ich fange jetzt an mit immer eine, das heißt eine Perle, eine Luftmasche, eine Perle, eine Luftmasche und ich führe das jetzt so weiter fort. Wenn ihr das anders machen wollt, immer nur jede zweite oder durcheinander die Reihenfolge, könnt ihr das gerne machen. Wichtig ist nur, dass wir jetzt eine lange Luftmaschenkette machen. Und zwar macht ihr das jetzt so lange weiter, bis ihr eine Länge von 40 cm habt. So, ich habe 40 cm gemacht, habe mal gemessen. Jetzt nehmt ihr euch euer erstes Teil und legt das mittig hier hin, dass ihr die Mitte habt. Und da wollen wir das Ganze jetzt anschließen. Ist nicht schlimm, wenn sich das jetzt verdreht hat oder irgendwie. Das ist eigentlich für diesen Look eigentlich ganz gut. Und da stechen wir einfach dann ein und holen uns den Faden durch. Also in einer der Maschen einstechen in der Mitte. Und Kettmasche machen. Dann lege ich mir das so hin. Das soll jetzt in die Richtung zeigen, wie es nachher auch liegen soll. Das ist das kurze Ende. Und hier ist dann mein Amulett mit dem anderen Ende, wo das hin soll. Dann mache ich jetzt in die nächste Masche noch mal eine Kettmasche und in die danach auch noch mal eine Kettmasche. So, damit haben wir das jetzt verbunden in der Mitte, so dass das dann hier runterhängen kann. Und von dieser Stelle aus häkeln wir wieder eine Luftmaschenkette weiter. Das heißt, wir machen eine Länge von mindestens 1 Meter jetzt. So, wenn ihr diese 1,10 Meter weiter gehäkelt habt oder 1 Meter, dann könnt ihr auch den Faden lockern, großzügig abschneiden und wir machen hier auch einen Knoten zum Sichern. So, jetzt will ich das erstmal wegräumen, damit ihr was sehen könnt davon, was wir jetzt gemacht haben. Also, wir haben hier unser Amulett. Hier oben haben wir das verbunden. Das ist dieses
dieser Anfang von der Luftmaschenkette. Hier oben haben wir das verbunden. Dann wird das so um den Hals gelegt einmal. Ich hoffe, man kann es sehen. Einmal um den Hals rum und dann hängt das hier wieder runter. Und das könnt ihr dann hier am Hals so locker oder so eng machen, wie ihr möchtet. Das wird ja einfach nur gelegt. So, hier ist das eine Ende. Und hier lege ich das jetzt locker so drumherum und das andere Ende. Ja? Also so wird das dann in meinem Fall getragen. Also man kann sich da wirklich austoben und das ganz anders machen. Auch soll ja auch nur so eine Idee sein. Ich finde es so schön, weil es dieses sommerliche, luftige, leichte genau für mich widerspiegelt. Und es ist auch wirklich so, wie das jetzt im Moment im Trend ist mit diesem Overlay-Look. Und jetzt geht es nochmal ans Vernähen. Wir haben ja hier in der Mitte unseren Restfaden. Den will ich zuerst vernähen. Und dann gehe ich hier rein und mache mir das hier hinten erstmal auf die Rückseite. So. Dann fädle ich das ein paar Mal am Rand so hoch und runter, ganz locker. Damit ihr es dann abschneiden könnt. Und das hier mit dem vorne, da könnt ihr dann jetzt entscheiden, ob ihr das auch vernähen wollt oder ob ihr noch vielleicht vorne irgendwas, noch eine Perle oder irgendwas anderes drauf machen möchtet. Irgendwelche Deko-Sachen, was ihr findet, was euch wichtig wäre, da dran zu machen, könnt ihr auch mit diesen Dingen noch machen oder eben so vernähen, wie es ist. Bei den beiden anderen Enden mache ich da auch noch mal die Nadel dran, damit ich mir was draufziehen kann. Da könnt ihr euch auch einfach was aussuchen, was euch gut gefällt. Da mache ich einfach an dem einen Ende so eine Perle in groß dran noch und hier sowas. Und das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Am Ende verknote ich das dann, damit das nicht runterrutschen kann. Ich mache noch zwei kleine Perlen hinten dran. Und dann mache ich hier einfach einen ganz dicken Knoten. So. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Ich denke, das ist ein ganz schönes Geschenk, auch so als Mitgebsel oder so, und macht auch richtig Spaß. Ihr könnt kreativ sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, die Anleitung, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Danke an all die, die schon abonniert haben. Und ja, teilt mein Video, wenn ihr möchtet. Oder zeigt eure Werke bei Insta, bei Facebook mit Hashtag Carolines Welt. Ihr könnt euch auch verbinden mit mir, mit Facebook, mit Insta und so weiter. Und die Links dazu findet ihr alle unterhalb vom Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer und bis zum nächsten Video. Tschüss!